Wir haben heute mitgebracht eine Kuschelkatze, und zwar den neuen Ford Puma, ST-Line übrigens. Ford Puma, da sagt ihr, okay, ich doch, genau, den Ford Puma gab es schon mal. Das Ford Crossover SUV ist hier in zweiter Generation und hat mit dem eigentlichen Ford Puma von quasi erster Generation eigentlich gar nichts mehr zu tun. Gehen wir aber gleich darauf ein. Erstmal gehen wir jetzt auf das ein, was ihr mir hier reinkommentiert habt und was ihr zu diesem Fahrzeug wissen wollt. Für diejenigen, die sagen, die Fragen interessieren mich irgendwie nicht die Bohne, die haben jetzt die Gelegenheit, hier boing, auf so eine Sprungmarke zu gehen und puff, einfach weiterzusprechen. Für diejenigen, die sagen, aber meine Frage war doch dabei, ja, soll sie auch kriegen jetzt. Also, los geht's mit euren Fragen zur Mau, kleinen Puma-Katze. Vorher wollt ihr wissen, 0 auf 100. Da muss ich sagen, das, was ich schon in jedem Video gesagt habe, bisher jetzt noch nicht gehört hat, wir machen diese Tests erstmal auf öffentlichen Straßen nicht, wegen STVO und vor allen Dingen im Winter nicht, weil die Tests ja eigentlich gar nicht so viel Sinn machen, wenn du nicht richtig testen kannst. Bis wir eine Teststrecke haben, Stichwort Drag Races in Deutschland, werden wir uns damit erstmal zurückhalten. Aber Platzverhältnisse im Vorne, Platzverhältnisse hinten, Platzverhältnisse Kofferraum, Verbrauch, all das sollst du bekommen. Klaus sagt, wie viel Gelände kann der Puma eigentlich? Der Dean soll das mal richtig dreckig machen, das Ding. Da kannst du wissen, hätte ich richtig Bock drauf. Gleiches Thema wie mit den 0 auf 100 und der Teststrecke. Am Anfang, wir sind in der Startphase, müssen wir noch richtig hier Druck auf die Manschette geben mit Produktion, damit da ordentlich Videos kommen. Und sobald wir da ein bisschen Puffer haben, werden wir auch besondere Sachen machen. Und vor allen Dingen müssen wir bei den Herrschern noch ein bisschen aufpassen, dass sie uns die Autos auch weiterhin geben. Wenn ich die gleich am Anfang kaputt mache, dann geht das nicht. Später vielleicht schon, ne? So, Dennis Hoffer sagt, der Puma erinnert ihn stark an den aktuellen Kia Sportage. Mich irgendwie nicht. Den Puma gibt es auch als ST, den solltest du auch mal testen. Da, natürlich will ich den testen, denn wir haben hier die ST-Line. Wenn du den Daumen drauf hältst, passiert darunter natürlich nichts. Aber wir gucken mal, was der Onkel Henry noch in seinem Regal rumliegen hat. Wir werden da mal nachfragen, ST hätte ich auch Bock drauf. Dann haben wir hier Mark Four, der sagt, er will was erfahren über die Innenräume, Materialien, vielleicht auch was zum Infotainment-System, sind ja die Dinge, die man am meisten am Auto sehen wird. Und das stimmt auch und deswegen werden wir das auch machen. Da kannst du dich schön drauf gefasst machen, ne? Dann gibt es, sagt der Keanu-Effekt, ja, glaube ich, sagt, gibt es was, was der Puma meiner Meinung nach am besten in seiner Klasse kann? Oder macht? Schwierig. Da habe ich mir drüber Gedanken gemacht. Ich habe ihn ja schon gefahren, ich habe ihn schon drin beschnüffelt und angefasst und angepupst. Habe ich gemacht. Und deswegen, ich weiß es nicht genau. Ich habe gesagt, Fahrwerk. Ford kann Fahrwerk immer sehr, sehr gut. Schön knackig und schön dynamisch. Aber besser in seiner Klasse? Nö. Innenraum, ne, sieht gut aus. Wertige Materialien, geht so. Aber auch da nicht der Beste in seiner Klasse. Infotainment-System, nicht der Beste in seiner Klasse. Alles irgendwie gut. Design finde ich gut. Komme ich später auch noch mit dem Detail drauf. Finde ich gut, aber besser in seiner Klasse? Ich glaube nicht. Das Einzige, was er als Bester in seiner Klasse macht, also Klassenerster, Bester, ist das hier. Ne? So ein schönes Ford-Logo hat keiner vorne auf der Brust. Und dann haben wir noch einen rausgesucht. Hier, pass auf. Findest du, die Optik vom normalen Puma ist zu nah am ST dran? Beim Fiesta, Achtung, subjektive Meinung, ist das schon so. Ja. Und nun? Ja, ich finde, der ist schon dicht dran. Ne? So. Und wenn du eine Sache an dem Puma ändern könntest, fragt er auch noch, welche wäre das? Infotainment-System, komme ich später zu, finde ich okay. Da könnte man nachbessern. Man könnte nachbessern in den Materialien, komme ich auch später zu, im Innenraum. Von der Wertigkeit jetzt her. Aber wenn ich mir was aussuchen muss, dann ist das knallhart, die Geräuschdämmung! Weil du hörst da in dem Auto alles. Die Geräuschdämmung, das ist ein Part, wo ich sage, wenn ich eins ändern könnte, wäre es genau das. Wenn ich drei ändern könnte, dann wären es die, die ich vorher auch noch mitgenannt habe. So, und jetzt wollen wir los und anfangen, das Ding uns von ganz genau anzugucken. Also aus der Nähe jetzt raus. Starten wir wie immer mit der Front hier und da fällt besonders ins Auge, genau, die Katzenaugen hier. Ne? Schön sehen die aus, wie ich finde. Und dann muss man sagen, die Designer haben sich gedacht, diesen hier, ne? Und haben dann mit den Händen gespielt. Und eigentlich kannst du sagen, das Design sieht genau so aus, ne? Finde ich irgendwie ganz gut. Was ich auch gut finde, ist diesen mächtigen Grill hier. Auch da schön wieder eine Dimensionalität hineingearbeitet. Diese Waben hier finde ich gut. Klarlack, Hartplastik,
beachten. Was ich aber gut finde an dieser Front ist, dass hier das klassische Ford-Design ist. Seitdem sie den Ford Mondeo seinerzeit, ich glaube 2012 war das, habe ich damals in Detroit habe ich ihn gesehen das erste Mal, da sagte man, geil, was hat denn Ford da bitte gemacht? Sieht aus wie ein kleiner Aston Martin. Und genau das findet man hier auch. Deswegen die Front sehr, sehr wertig, finde ich schön gemacht, sieht kräftig aus, sieht bullig aus, passt zu einem SUV. Und denn hier unten, guck mal hier, Nebelschlussleuchten, Nebelscheinwerfer haben sie auch, ganz, ganz kleine sind da drin. Und das ist Voll-LED. Ne? Und dann die Lippe da, finde ich alles sehr, sehr gut gemacht. So kommen wir mal wieder zur Seite und sagen, hier passt für mich erstmal, sieht gut aus. Ne? Dann wirst du aber wissen, was kann das Auto an den Abmessungen. Ne? Wir runden die Zahlen alle mal auf. Also 4,19 Meter Länge, Radstand 6 Meter. sieht man ja 6 Meter, 2,86 Meter, da kommt die 6 her. Höhe 1,54 Meter und Breite rund 1,81 Meter. Wenn du die Ohren hier ausklappst, dann hast du sogar 1,93 Meter, wo wir eh schon bei den Zahlen sind. Achtung hier, Bodenfreiheit hast du 16,4 Zentimeter. Und wo wir eh schon unten sind, Achtung, guck mal hier, kriegst du ein paar schöne Leichtmetallräder Puschen drauf geschnallt. Und da muss ich sagen, 18 Zoll, gut. Passt zu diesem Auto, aber die Farbe, hätte ich mir ein bisschen was anderes gewünscht. Ne? So ein bisschen irgendwie ein Kontrast zu dieser Farbe hier. Diese Farbe nennt sich übrigens Magnetic Grau Metallic. Was ist da immer los? Ne? Entweder sagst du Magnetic Grey oder du sagst Magnetengrau. Ne? Und Magnetengrau ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich es erstmal gesagt habe. Diese Farbe steht in unserer Karte, die wir von Ford haben, mit 800 Euro drin. Guck mal rein, was ihr bei Carbor findet. Ne? Da könnt ihr auch auf jeden Fall was wegsparen. Ne? Grundsätzlich sage ich hier, Seitenlinie, alles, Außendarstellung dieses Fahrzeugs passt. So, und jetzt kommen wir wieder zu dem, was mir meistens am besten gefällt an einem Auto. Und zwar der schicke Poppes. Ne? Eigentlich kannst du sagen, ich bin ein Auto-Arsch-Fan. Ne? Warum ist das so? Ich weiß es nicht. Ich finde meistens einfach das Hinterteil beim Auto am schönsten. So auch hier, obwohl die Front auch sehr schick ist, finde ich, ist das alles gut gelungen. Ne? Guck mal hier unten vor allen Dingen. Achtung, ich halte mich hier ein bisschen besser hin. Dann sehen wir das hier. Ne? Ein richtig geiles Ofenrohr. Ne? Und zwar hat man sich da auch Gedanken gemacht, wie man das in die Designgeschichte mit einbringt. Das gefällt mir. Was mir auch gefällt, das sind diese Heckleuchten. Ist jetzt nichts, wo du so ein Latschen kippst und sagst, wow, ich noch nie gesehen. Aber ich finde, sie passen zum Auto. Was auch passt, zumindest vom Namen, den ich jetzt für das hier habe, sieht aus, als ob da so Katzenaugen aus dem alten Fahrrad dran gepappt worden sind. Ne? Aber jetzt schauen wir auch nochmal hinein. Und dann sehen wir was. Aha, ein Stauraumvolumen mit hochgeklappten Sitzen von 456. Und guck mal hier, Start and los. Da fragt man sich, wer hat denn die Muschikatze da mitgenommen oder hat der Puma schon? Ne? Da muss man noch nachfragen, wer das gewesen ist. Egal, wenn wir die Sitze umklappen und dann haben wir ein maximales Stauraumvolumen von 1216 Litern. Und jetzt kommt's hier, Achtung, richtig geil. Da haben wir eine wasserdichte Schale eingebracht. Da hast du nochmal richtig Stauraumvolumen und das sind dann alles hier, guck mal, Gummimatten. Ne? Die kannst du rausnehmen, kannst du schön durchkärchen, das Ding. Auch hier unten, da, guck mal. Und das ist alles wasserdicht, eine wasserdichte Wanne, ne? Für jeden Guss sowas zu haben. So, kommen wir zu einem Punkt, wo ich das erste Mal sage, was haben die sich dabei bloß gedacht? Oh, du steigst hier so unfassbar unbequem in dieses Auto ein hinten. Vor allen Dingen auch, weil diese Kopfschütze dir direkt in den Schultern, im Nacken hängen. Und wenn du sie dann hochmachst und sagst, jetzt sitze ich mal vernünftig, dann sagst du, oh, Alter, guck mal, ich kann kaum noch die Kamera gucken. Das ist ungefähr das, so... Ist jetzt übertrieben, ich muss meinen Kopf oben gegen die Decke gegen drücken, gegen den Himmel. Aber das ist das, was ich sehe. Wenn ich hier normal sitze, dann habe ich hier das Fenster auf Nasenhöhe, die Fensterkante. Ich muss erst mal über nachdenken. Dann hier Knie- und Beinfreiheit. Nein, bisschen, nein, bisschen, vielleicht. Das ist nicht gut, ne? Ja, und dann fragt man sich auch noch, was haben Sie sich denn mit diesem kleinen Fenster hier gedacht? Wer soll da denn durchgucken? Ist das alles irgendwie nicht so, wie ich das gut finde. So, jetzt sitzen wir auf dem Sitz, auf dem du auf jeden Fall sitzen willst, wenn du da hinten gesessen hast vorher, entweder den Fahrersitz oder wahlweise auch den Beifahrersitz. Wir wollen jetzt sprechen hier über das Cockpit. Ich nehme einen Ticken mehr Zeit jetzt, und ich versuche schnell zu machen, einen Ticken mehr, weil ja einer etwas mehr zu den Materialien und all dem ganzen Hokuspokus wissen wollte. Deswegen legen wir mal sofort los. Haptik, Optik, was passiert hier? Wir haben hier einen sehr, sehr dunklen Innenraum. Da hinten ist das die absolute Megastrafe. Hier vorne sagst du, wow, funktioniert, weil wir hier große Fensterflächen haben und vor allem
allen Dingen auch Licht draußen. Und deswegen ist es sehr, sehr luftig und funktioniert. Was auch funktioniert ist, das Auto hat irgendwie eine sportliche Aggressivität. Nur vom Stehen, nur vom Sitzen. Das liegt daran, dass wir eine dunkle Optik haben. Schwarz, Anthrazit so ein bisschen. Aber wir haben hier, guck mal, den Lüftungsdüsen sieht man sehr, sehr gut, haben wir rote Einlagen. Und die finden sich überall wieder in Ziernähten. Hier im Lenkrad zum Beispiel. Achtung, guck mal, sehr, sehr gut gemacht. Und dann auch hier wieder. Ne? Ach, da ist er. Und auch, guck mal, in der Türeinlage haben wir auch rote Ziernähte. Und wir haben sie hier, ne, in der Abdeckung des Schaltknaufs oder des Gestänges. Wir haben sie hier auf der Handbremse. Wir haben sie hier auf der Mittelkonsole. Und wir haben sie hier, guck mal, wunderbar in den Sitzen. Die Sitze selber, ein Materialmix aus schönem Leder, ne, und hier Stoff. Und zwar hier richtig mit Gerippe. Das ist hier, kannst du anfassen. Also Haptik und Optik, gut funktioniert das. Denn man hat nicht gesagt, wir nehmen so eine olle Tischdecke und ziehen die einfach drüber, den alten Schal. Sondern wir haben hier richtig schön was eingearbeitet und das gefällt mir. Das Leder selbst fühlt sich sehr, sehr dünn an. Hätte ich mir ein bisschen kräftiger von der Haptik gewünscht. Das gleiche gilt auch für die weichen Materialien hier im Auto. Wenn man hier das Dashboard mal anfasst, ja, das ist weich. Das ist hier, hört man ja auch, kein richtiges Hartplastik. Aber die Kunststoffe hätten meines Erachtens, wenn man sich schon die Mühe gibt, etwas weicher sein können, sodass man auch ein bisschen mehr Schmeichel-Kuschel-Handgefühl hat. Ansonsten ist das eigentlich schon alles, was ich zu Optik, Haptik sagen möchte. Bis auf, Achtung, jetzt sehe ich es wieder, habe ich ganz vergessen, guck mal hier, wir haben auch noch solche Chromzierleisten. Die finde ich gut. Warum? Weil die nicht so stinkig glänzen und dadurch billig aussehen, sondern durch das Matte. Hier sieht man es auch in der Tür hier. Guck mal da und guck mal hier. Sind sie nicht so präsent und glänzend, sondern auch hier überall schön matt. Ne? So machen wir direkt weiter hier mit den Ablageflächen. Guck mal, da hast du Cupholder. Dann haben wir hier die Mittelkonsole, habe ich eben schon gerade gezeigt. Und die, wenn du die öffnest, hast du Boing. Erstmal ein kleines Fach, ist aber eine Schale. Die nimmst du raus. Und dann hast du hier richtig, kann man gar nicht sehen, zu schwarz ist es einfach, ne? Viel zu dunkel. Geht es aber richtig tief rein, guck mal, ich stecke meine Hand rein und dann siehst du mal, wie tief das geht. Da hast du richtig was zum Reinstecken. Ablage wieder drauf, zack, zu. Dann hast du hier in der Türseite hast du hier eine Ablage. Ne? Du hast hier oben noch was zum Ablegen, wobei hier fällt es durch und hier kannst du was reintun. Was tut man da bloß rein, frage ich mich. Passt kein Handy rein, kein Schlüssel, gar nichts. Dann haben wir hier natürlich noch Handschuhfach, Boing. Das ist üppig für so ein kleines Auto. Und dann hast du hier oben noch so ein Depeschenfach, sage ich mal. Also, das war es zu den Ablageflächen. Dann drücken wir hier mal das kleine Startknöpfchen, um dann uns hier mit den ganzen Bildschirmen, die wir hier sehen, zu beschäftigen. Hier hinter dem Multifunktionslenkrad übrigens. Ne? Man weiß, ich bin nicht so ein riesen Fan von digitalen Display. Hier finde ich das ganz gut. Da zum Beispiel kann ich die Fahrmodi wechseln. Und wenn ich das tue, dann achte mal darauf, was hier gleich passiert. Guck mal. Wenn ich also hier unten drücke, dann sieht man, was die sich da richtig einfallen lassen haben an Grafiken. Die einen werden sagen, oh, viel zu verspielt. Die anderen werden sagen, oh, das sieht aber echt gut aus. Jetzt will ich auf dieses Display hier kommen. Und da muss ich sagen, ist ein bisschen optisch veraltet. Ne? Das ist so ein bisschen 90er Jahre, sehr reduziert. Reduziert ist ja nicht unbedingt das Schlechteste. Und du hast hier natürlich dann in der Tiefe wiederum alles das, was du brauchst. Von der Gesamtoptik dieses 8 Zoll großen Multifunktions-Display finde ich gut. Ne? Sehr reduziert. Ich habe trotzdem hier die nötigsten Knöpfe noch. So kann ich halt eben auch bei der Fahrt überall beigehen und es ist nicht optisch störend. Da muss man sagen, wer die alten Ford-Kombi-Instrumente, wollte ich gerade sagen, die alten Infotainment-Systeme von Ford kennt, ich bin Fan von Knöpfen, ich brauche die, aber da sah das aus, ob du einen Igel kleine Erbsen hinten auf die Piekser gesteckt hast. So überladen war das. Das finde ich also hier, haben sie gut gemacht, seitdem diese Modellpflege oder Modellpflege in Infotainment-System gekommen ist, sehr, sehr gut. Dann die Optik, wie gesagt, ein bisschen 90er Jahre. Wenn ich in die Tiefe gehe, ist aber die Frage, was kann es? Und das ist ja wichtig. Ne? Und da muss ich sagen, du hast eigentlich alles das, was du brauchst. Ford Sync 3 ist es, das neueste System also. Und da muss ich dann wiederum sagen, guck mal hier, was steht da? Apple CarPlay. Ne? Apple CarPlay bedeutet also auch Android Auto. Und jetzt kommt's. Wenn ich mich verbinden will mit meinem Telefon, dann bin ich gezwungen, diese olle Nudel zu nutzen.
Und das nervt mich ein bisschen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man es machen kann. Man kann das mit dem Kabel noch machen, man kann das mit dem Kabel einmalig machen, um dann über Bluetooth mit seinem Gerät verbunden zu sein. Oder du sagst, ich bin einfach direkt mit dem Ding verbunden, ohne Kabel. Hier bin ich gezwungen, dieses Kabel zu nutzen. Und das nervt mich ein bisschen. Ich zeige es euch mal, weil, Brille mal weg hier, guck mal, du hast hier unten, haben sie hier wunderbar einen kleinen Induktionsherd hingebaut. Das heißt, ich kann mein Handy hier über diese Ladeschale eben auch aufladen. Und jetzt sagst du hier, guck mal, legst dein Handy schön rein, bumm, lädt auf. Aber Apple CarPlay, ne, funktioniert mitnichten. Da, hier, geht nicht. Ne? Du musst also mit deinem Kabel an das Handy hinein, so nämlich, und wieder zurücklegen, womit du dann schon nicht mehr aufladen kannst, weil es ja so komisch liegt, dass du brauchst ja auch nicht, weil du musst ja hier schön in den 90er Jahre USB-Stick reingehen, hier USB-Stecker reingehen und dann bist du verbunden. Aber dann hast du auch eben diese ganze Spaghetti-Nudel und mit deinem Handschalter ist das gar nicht mal so gut. Und jetzt funktioniert auch Apple CarPlay. So, wie mein Telefon eh hier schon angeschlossen habe, will ich einmal ganz kurz hierauf eingehen. Ne? Achtung. Eine famose Bang & Olufsen Soundanlage. Ne? Kostet ein bisschen extra, aber lohnt sich auch. Wo weiß ich das? Weil ich sie schon ausgetestet habe. Und da würde ich mal einmal ganz kurz auf etwas hineingehen. Nämlich, jemand hat kommentiert, hier, Dean, mach doch mal einfach zu jedem Auto, bei jeder Soundanlage, egal wie geil oder wie schlecht, immer mal einen schönen Soundcheck mit einem favorisierten Lied deiner Wahl. Und das können wir vielleicht mal etablieren. Ne? Wir testen es jetzt einmal aus und ihr kommentiert rein, bist du eigentlich bescheuert? Wollen wir nicht? Oder, ja, wie geil ist das denn? Wir kriegen jedes Mal mit einem Video auch gleich einen DIN-Titel-Musik-Tipp. Ne? Und da habe ich was vorbereitet. Und auch das ist jetzt wieder ein schöner Test, den wir gleich zeigen. Und guck mal hier, ich habe das Telefon verbunden. Jetzt stöpsel ich es aus. Nochmal Stichwort Apple CarPlay und Bluetooth. Jetzt hat er sofort gesagt, weg ist er. Und wenn ich jetzt sage, guck mal hier, sei doch nicht so, mach mir Apple CarPlay an, sagt er, will ich aber nicht. Ne? Will er einfach nicht. Und das bedeutet auch, wenn ich jetzt hier mit meinem Handy mal sage, lecker Musik anspielen. Ne? Keine Ahnung, Podcast oder was. Hier, zack, klickst du drauf und sagst, spielt ab. Und er sagt, kenne ich nicht, weiß ich nicht, wer soll das sein. Ne? Du musst also erst hier in die Quellen gehen und dann musst du hier auf dein Telefon gehen und dann sagt er, habe ich erkannt. Sehr, sehr schlecht. Ich möchte das gern automatisch haben. Aber zurück zu unserem famosen Lied und der Soundanlage, die wir jetzt austesten wollen. Achtung, ich wähle es aus, dieses geile Lied. So. Und abspielen. Und jetzt. Ich mach noch mal ganz laut hier. Es ist vielleicht nicht das beste Lied, um die Soundanlage auszutesten. Die ist aber hier granatenmäßig, kann ich euch versprechen. Die dicken Bässe und sowas alles. Und dieses Lied, was wir gerade hören. Wirklichkeit. Das ist das Lied Kleines Schwiepsal von Hans Moser. Oder wie er sagen würde, Kleines Schwiepsal vom Hans Moser. Und jetzt wollen wir los und fahren. So, kommen wir dazu, was hier schön unter der Haube schlummert, beziehungsweise nicht mehr schlummert, sondern jetzt wach ist und in den Innenraum dringt. Wir haben hier den 1,5 EcoBlue. Ist ein Diesel-Vierzylinder mit 120 PS und ein maximales Drehmoment, weiß man bei Diesel immer ein bisschen mehr, 285 Newtonmeter maximales Drehmoment. So kommt er mit diesen Daten, zack, von 0 auf 100 in 10,3 Sekunden. Das ist anständig für so ein Auto. Und die maximale Höchstgeschwindigkeit, die beträgt 185 km/h. Habe ich ausprobiert. Dauert ein bisschen, bis er da ist, aber vollkommen ausreichend. Und was auch ausreicht, ist ein kleiner Tankzapperhahn, den du da reinsteckst. Denn er verbraucht kombiniert nach WLTP gerade mal 4,3 Liter. Und dieser kleine Motor, der ist durchaus spritzig. Man kann wirklich spritzig sagen. Ne? Ich habe den jetzt ein paar Tage gefahren und da muss ich sagen, im Stadtverkehr, da fehlt dir nichts. Und auch wenn du auf der Landstraße unterwegs bist, wie jetzt gerade, da kannst du sagen, der Wagen macht das, was er soll. Und der Motor, der hat irgendwie die Kraft da, wo sie haben. Und gerade mit den Newtonmeterchen, da kommt er auch ganz gut aus dem Quark. Ne? Also kannst dich nicht beschweren.
Die Lenkung, finde ich, die passt zum Motor, passt zum gesamten Auto. Es ist jetzt nicht so, dass ich ein chirurgisches Fachinstrument habe und wenn ich so mache, sofort das Auto hier über den Deich schießt. Nein, hat man ja gesehen, guck mal hier, ein bisschen Spiel. Aber ich finde, das passt total zu dem Auto. Gerade wenn man so in der Stadt unterwegs ist, dann ist das schön gemütlich und ich mache das ja eh ein bisschen amerikanisch. Die Sitzposition hier in dem Puma finde ich echt okay. Ne? Man sitzt relativ hoch, man hat eine super geile Rundumsicht. Die Sitze selber sind komfortabel. Seiten halt, würde ich jetzt sagen, da könnte man ein bisschen nacharbeiten. Aber die Wangen gerade hier, die passen. Vielleicht auch, weil ich einfach so eine riesen Kiste habe. Aber das passt alles für mich. Vor allen Dingen auch Langstreckenkomfort sind die Sitze echt gut. Gerade bei so einem kleinen Auto nicht unbedingt immer zu erwarten. Hier in der Mittelkonsole haben wir den selektiven, serienmäßigen Fahrmodi-Schalter. Hört sich total super an, wenn du den Knopf anguckst, sagst du, boah, hätten sie auch ein bisschen reduzierter benennen können, denn er sieht eigentlich relativ einfach und simpel aus. Ne? Aber genauso simpel lässt er sich auch bedienen. Wenn ich hier drauf drücke, dann kann ich hier, habe ich übrigens eine schöne Grafik hier in dem Kombi-Instrument, da kann ich durchschalten und da habe ich diverse Modi. Wir haben unbefestigte Straße, wir haben, hier guck mal, normal, wir haben Eco, wir haben Sport, wir haben rutschig. Die Traktionskontrolle wird angepasst automatisch oder eben auch die Parameter vom ESC und das alles so, wie du es brauchst. Und da brauchst du um nichts Sorgen machen. Fahrwerke, das können die bei Ford. Das merkt man auch hier im Puma. Man hat wirklich einen relativ hohen Komfort, wenn man überlegt, in was für einer Klasse man sitzt. Man merkt schon so kleine Unebenheiten im Boden, aber das ist nicht unangenehm, sondern man sitzt wirklich gemütlich hier und kann schön entspannt über die Landstraße fahren. Das gefällt mir. Was mir nicht ganz so gut gefällt, das ist das 6-Gang-Schaltgetriebe, beziehungsweise muss ich sagen, das ist schon gut. Ne? Du hast halt deine Schaltpunkte, genau das du haben willst, natürlich auch je nachdem, wie du schaltest. Aber ich finde, die Schaltwege, die sind ein Tick zu lang, nicht viel. Ich sag mal, wenn ich hier so eine T-Rex-Kralle habe, dann könnte ich hier gar nichts mehr machen. Dann bräuchte ich, kennst du diese Stäbe, womit Opas was vom Boden aufheben, den bräuchte ich, um komplett durchzuschalten. Wenn du jetzt aber irgendwie einen langen Arm hast, dann passt das auch. Aber für mich hätte es einen Tick kürzere Schaltwege geben dürfen. Also grundsätzlich muss ich sagen, der Fahreindruck, der ist echt gut. Ne? War ich ein bisschen überrascht. Ich bin den Puma vorher noch nicht gefahren und hatte eigentlich bei dem Auto nicht allzu viel erwartet. Deswegen positiver Eindruck. Das Einzige, was mir nicht gefällt und das dann auch schon dickes nicht gefällt, ist die Geräuschkulisse hier in dem Fahrzeug. Geräuschdämmung, da hätte man ein bisschen mehr machen können. Achtung, ich gehe hier mal ein bisschen runter und dann schalte ich mal ein bisschen hässlich in zweiten, um euch zu zeigen. Eieieiei, ne, Diesel weiß man, Nagel immer ein bisschen, aber das ist schon sehr präsent im Innenraum. Und dann kommt dazu Abrollgeräusche, Windgeräusche, das ist schon sehr präsent im Auto. Da hätte ich mir gewünscht, dass hier der Onkel Ford sagt, pass auf, ich habe da noch ein paar alte Baumwollmatten liegen, pack die da vorne rein, müssen eh weg und dann hätte man einen etwas schöneren Geräuschkomfort hier drin. Wie immer an dieser Stelle, meine mag ich und mag ich nicht am Puma dran. Für mich eigentlich nicht tragbar, zwangsläufiger Nudelsalat bei Apple CarPlay oder Android Auto. Die Hutablage, ne? Erst sagst du, wow, guck mal geil, die geht hier komplett mit hoch und stört nicht. Aber dann, wenn du sie einmal abgemacht hast, dann ist das echt ein schlechter Witz. Weil, guck mal hier, jetzt hängt das hier so und alles ist irgendwie fingrig und bis du das zurückgekriegt hast, ist irgendwie ein halbes Leben vergangen. Die Sitzposition auf der Rückbank, da kriegst du mich nur mit Elektroschocker reingescheucht. Für mich ein absoluter Top hier, diese ausbaschbare Wanne. Ne? Da hast du im Sommer schön kalte Füße und schön kaltes Bier. Plopp. Auch ein Highlight, nicht so viel Hartplastik wie zum Beispiel beim wesentlich teureren T-Cross. Einige werden sagen, ich habe einen an der Marmel, aber für mich wirklich toll, die Gesamtheit des Außendesigns des Pumas, denn irgendwie habe ich das Gefühl, hier steht ein geschrumpfter Porsche Macan. Kommen wir zu meinem Fazit zum Ford Puma. Was kann ich da sagen? Ich finde die Kiste geil. Ne? Kannst du so nicht sagen. Denn mir gefällt das Design, mir gefallen die Fahreigenschaften des Fahrzeugs und du bekommst es zu einem relativ überschaubaren Preis, wenn du nicht alles reinsteckst wie wir. Denn hier, diese Kiste hier kostet über 33.000, ne? Wenn du sie so vollsteckst, wie wir sie haben, als ST-Line. Aber du musst nicht so viel ausgeben, wenn du denn mit einem kleinen Motor zurechtkommst. Und einfach so, ich finde das Konzept dieses Autos gut. Dann bezahlst du in der Basis, also richtig nackt das Auto, 17.890 Euro. Was kannst du dir als Alternativen daraus nehmen? Du kannst dir den T-Cross nehmen. Ne? Dafür zahlst du dann in der Basis, alles Basis. Preise 19.300 Euro oder noch eines Vergleich CX-3 von Mazda, der startet bei 20.851 Euro. Und nun muss man sagen,
ist eigentlich ein gutes Preis-Leistungspaket, das Ding. Ne? Ob das was für euch ist oder die anderen drei Fahrzeuge, zwei Fahrzeuge oder noch was ganz anderes, dafür Boeing bei Cabo rein, was wegkonfigurieren und gucken, was passt euch. Ne? Also, seid ihr schon da bei Cabo?